dann würde ich doch sagen, starten wir einfach mit unserem Webinar. Ich bin schon mal da und ich glaube, gleich wird auch Holger erscheinen. Andreas ist natürlich auch da Ja, und wir freuen uns mega. Genau, da ist er schon. bei sommerlichen Temperaturen Genau, bei sommerlichen draußen. Temperaturen. Ja. Hab nachgeguckt, 29 Grad in Karlsruhe. Aber es ist eigentlich ganz angenehm. Also wir können uns, glaube ich, heute wirklich über einen schönen, lauen Sommerabend freuen. Ja. Kreativ sein mit euch, eine Stunde ungefähr. Und freuen uns wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, mit uns dabei seid, auch bei sommerlichen Temperaturen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Karlsruhe ist meistens immer 2 Grad wärmer wie im Rest des Landes. Aber wir halten es gut aus. Wir haben ein kühles Getränk schon mal organisiert und möchten natürlich kreativ sein. Dafür sind wir da und es geht natürlich um die MySonnet Sticksoftware. Und wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Kennt ihr ja so ein bisschen. Ich habe ein Part. Holger hat ein Part. Und diesmal machen wir es so, dass auch wirklich Holger Zeit genug hat und ich hänge mich nochmal ans Ende an. Ihr habt auf dem Bildschirm schon gesehen, was euch erwartet. Ich wollte so ein bisschen mal in die MySonnet Silver gehen und auch in die Platinum und eigentlich so ein bisschen die Dinge zeigen, die also in der Software schon vorhanden sind, sodass man gar nicht immer überlegen muss, was mache ich denn jetzt wieder für ein cooles, neues Design. Macht auch Spaß, keine Sorgen. Aber die Dinge kann man wirklich super gut benutzen. Und wir wurden darauf angesprochen, auch nochmal auf das Quick-Font. Und da zeige ich euch mal noch, wie man wirklich mit dem Font arbeitet und was man auch Verrücktes machen kann. Und so arbeiten wir uns dann einfach ein bisschen voran. Und ich kann euch zeigen, bevor der Holger dann auch zu Wort kommt, ihr könnt da unten sehen, hier, wir wollen auch natürlich in die Digitalisierung und wir würden auch noch sehr gerne hier ins Draw and Paint für Dinge, die vorhanden sind, um sie wirklich zu Mustern umzusetzen. Und da können wir einfach mal schauen, was hier alles so für uns zur Verfügung steht. So, und das ist unser Plan. Mal Wunderbar, so dann schalte grob ich erst gesagt. mal raus und viel Spaß mit Andrea. Bis gleich. Genau, und natürlich, Andreas ist im Off. Und ihr könnt ihm wieder Fragen stellen natürlich, die er beantwortet und die er zwischendurch natürlich schon beantworten kann oder auch am Ende uns gemeinsam stellen. Also alles, was euch interessiert und was ihr wissen wollt, könnt ihr uns natürlich fragen, ganz besonders den Andreas. Ne? Gut, dann würde ich sagen, schalte ich mich auch aus. Später kann ich mich wieder einschalten. Ich schalte mal hier den richtigen Knopf aus. So, genau. Und dann können wir schon theoretisch loslegen. Wenn ich jetzt mein Kabel, das muss ich hier nur schnell anstöpseln, weil sonst habe ich gesehen, habe ich ein bisschen wenig Akkuladung. Vorbereitung ist das halbe Leben. Und jetzt kann es losgehen. Okay, also Andrea, da wollen wir hin. ganz Bist du noch kurz. da? Ja. Andrea. Ja? Hallo? Ja, wollen wir Ja. noch ganz kurz das nochmal erwähnen mit dem Bild, falls jemand beim Wechsel auf ein anderes Bildsystem oder auf einen anderen Moderator kein Bild hat, dann einfach auf F5 drücken, damit sich das regeneriert. Okay, genau. Und notfalls sagen wir es einfach nochmal dazu, weil wir heute mal zweimal wechseln und manchmal ist es so, dass dann einfach schwarze Bildschirme übrig bleiben beim Wechsel, aber das könnt ihr ganz leicht beheben mit dieser Tastenkombination. Genau. Also, ihr habt ja gesehen, wo wir jetzt, oder ich, wo ich jetzt so ein bisschen hin möchte, Sommerdesigns leicht wirklich selber erstellen mit Dingen, die in der Software sind. Und ich gehe einfach mal hier auf mein Fenster, was ich schon vorbereitet habe. Es ist nichts als meinen Stickrahmen zu sehen. Und ich bin in der Version MySonnet Silver. Kann die Abonnement-Version sein oder natürlich auch die Box-Version, die verpackte Version. Die sind ja dann hier in der Menüführung gleich. So, und da kann man sehen, also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge mit Schriften, es gibt eine ganze Menge mit Superdesigns und auch Rahmen. Und ich bin einfach mal zu diesen Superdesigns gegangen, die man hier einfach dann auswählen kann und auch durchscrollen kann. Und man sieht, es gibt immer wieder mal auch Updates, die einfach dann auch coole Designs erweitern. Das heißt, dass da einfach noch welche dazukommen. Das muss man aber auch immer dazu sagen. Holger und ich, wir sagen es eigentlich gerne. Das passiert gerade mit solchen Updates bei den Abonnement-Versionen. Die verpackten Versionen erhalten versionsweise Updates, aber so kleine Funktionsupdates, Design-Updates, die passieren in der Abonnement-Version. Einfach nur, das muss. Ihr habt es wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber
Es kommen ja auch immer neue Leute dazu, sodass man das einfach nochmal sagen kann. Okay, ich wähle hier einfach mal diesen Sommerfisch und man kann auch sehen, dass hier so Schaltflächen sind und alles, was die Software so anbietet, eignet sich auch wirklich dafür, um die Tasten einfach mal anzuklicken. Also man kann sehen, man kann es in Farbe oder man kann sich auch mal vielleicht für eine ganz andere Variante entscheiden. Also das kommt auf die Designkategorie an und ihr könnt einfach schauen, was jetzt für euer Design cool wäre. Ich habe es jetzt alles in bunt gelassen, nehme ich also wieder Farbe. Wenn ich das anwähle, ist es aktiv und alles, was ich tun muss, ist es anwenden. Es kommt auf meinen Bildschirm. Ich kann es immer verschieben. Der Filmstreifen zeigt mir an, was ich benutze, was ich jetzt auch für meine Designkomposition vielleicht schon alles verwendet habe, welche, ob ich Schriften habe, Designs habe, ob ich Gruppierungen schon habe. Da kommen wir aber auch noch gleich dazu. Und dann kann ich vielleicht sagen, okay, so ein kleiner Fisch ist vielleicht ein bisschen mager. Vielleicht möchte ich eine kleine Applikation machen für ein kleines Sommerbadetäschchen etc. Es gibt genug Ideen, um sie einfach ein bisschen zu verschönern, zu verzieren. Und könnte dann einfach sagen, gehe ich doch mal auf die Registerkarte für Rahmen. Macht man das mal einfach. Und auch da kann man sehen, wow, es sind wirklich ganz viele Elemente hier enthalten, mit denen es sich wirklich lohnt, sich mal auseinanderzusetzen, sie genau anzuschauen und einfach auch zu verwenden. Es sind Zierrahmen, aber es gibt auch hier so coole Rahmen, die schon mit oder für Applikationen vorbereitet sind. Man kann sie einfach auswählen, indem man draufdrückt. Und wenn hier das Design markiert ist, dann kommt dieser Rahmen auch passend zu dem Design, was natürlich auch schön ist. Und deswegen gehe ich dann hier einfach mal auf Übernehmen. Zack. Und schon habe ich natürlich auch schön zentriert mein Motiv hier auf den Applikationsrahmen. Und ihr könnt sehen, dass auch schon hier im Filmstreifen sich eine Änderung getan hat oder eine Veränderung gerade hier im Design. Diese orange Markierung zeigt an, dass es eine Gruppe jetzt ist. Ich habe also mehr als ein Design auf dem Bildschirm und kann hier einfach mal einen rechten Mausklick machen, kann diese Gruppierung auch mir anzeigen lassen, also was ist in der Gruppe enthalten. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, finde ich ja ganz schön hier den Rahmen, mir gefällt nur die Farbe nicht. Deswegen kann ich jetzt auch wieder einen rechten Mausklick machen, könnte den Applikationsstoff mir zum Beispiel in einer Farbe aussuchen, die mir gefällt, die vielleicht zu meinem Projekt passt und die ich dann irgendwie ganz einfach favorisiere. Auch die Farbwahl lässt sich natürlich verändern, indem ich einfach da drauf drücke. Und vielleicht mache ich es dann auch so ein bisschen in Pink, um nicht ganz so crazy zu werden. Und schon ist eine Applikation mit so einem kleinen Sommer-Element ganz schnell entstanden. Und so kann man natürlich ganz viele verschiedenste Ideen verarbeiten. Es kann auch mal ein bisschen außerhalb von so einer Applikation sein. Es können ganz andere Designs sein. Und man kann aber dann auch übergehen und vielleicht sagen, okay, lass uns doch mal ein bisschen Schrift auch dazu verwenden. Und da gehe ich jetzt wieder zurück auf mein Bildschirm. Da war ich und kann einfach mal gucken, wie es sich da, wie es da aussieht. Aber ich gehe zuerst vielleicht, um die Platzierung hier ein bisschen besser auf dem Rahmen dann für mich, für die Schrift zu haben, auf mein Superdesign-Menü und habe diese Melone mir ausgesucht. Ihr könnt euch alles aussuchen, was es da gibt. Es sind wirklich tolle, schöne Mini-Designs, die im Übrigen den Vorteil haben, wenn man sie größer oder kleiner macht, dann bleiben die auch in ihrer Dichte identisch. Also das ist ein Riesenvorteil. Man kann mit diesen Designs relativ flexibel sein und diese Größen dann auch anpassen für das, was man gerne machen möchte. Jetzt habe ich die Ananas gewählt, wollte aber die Melone, macht auch nichts, dann suchen wir halt die Melone hin. Und ich kann hier vielleicht einfach schon mal ein bisschen drehen, weil ihr habt gesehen, wo ich hinaus möchte. Ich würde hier gerne einfach eine Schrift einfügen und hier unten auch. Und da bieten sich mehrere Möglichkeiten an, die man auf der oder in der Maisonne Silver hat. Und alles, was ihr hier seht, ist natürlich dann in der Maisonne Gold und in der Maisonne Platinum enthalten. Also das ist dann einfach die Basis, die dann immer praktisch ein paar mehr Funktionen bekommt. Und ich finde es eigentlich noch ganz schön, so, dass wir ein bisschen Platz haben. Und jetzt könnte ich hier loslegen mit der Beschriftung. So.
Und da kann man auch sehen, oh ja, da gibt es auch wirklich eine ganze Menge Ideen. Und dann muss man sich einfach entscheiden für die Schriftart, die vielleicht einem zum Projekt gefällt. Und da kann man jetzt zum Beispiel so ganz zarte nehmen. Ich habe auch relativ klein hier dieses Design. Also was ihr hier noch sehen könnt, ist auch eine sehr wichtige Information. Unterhalb der Schrift seht ihr, wie die ideale Größe dieser Schrift wäre. Also 15 Millimeter bis 30 Millimeter ist recht klein. Aber wenn ihr was Kleines sucht, dann wäre zum Beispiel diese Schrift eben ganz toll. Andersrum gibt es natürlich auch Schriften, die sich eher im großen Bereich eignen, 55 bis 80 Millimeter, also 8 Zentimeter Schrift. Buchstaben sind natürlich dann auch schon richtig effektvolle Sachen, aber dafür muss auch die Schrift so ein bisschen sich eignen. Okay, zum Beispiel gehe ich jetzt hier einfach mal auf in der Kategorie Retro, auf Art Deco, so heißt die Schrift einfach. Eigentlich wollte ich die Art Deco, die ein bisschen kleiner ist, ihr könnt es hier sehen, 15 bis 50. Somit kann ich hier zum Beispiel schon mal Sommer eingeben. So. Und könnte vielleicht sagen, ich mache die Schrift vielleicht mal so auf 20, vielleicht sogar auf 25. Ich muss jetzt noch einfach mal schauen. Und lasse die hier einfach mal auf dem Bildschirm schweben. So, dann kann ich die schon mal hier ein bisschen positionieren. Alle Designs lassen sich drehen oder eben auch so ein bisschen anpassen, schieben. Und diese gelben Zettelchen finde ich immer total schön, weil wenn ich die anklicke, dann gibt es hier für die Schrift verschiedene Optionen, wie ich sie darstellen möchte. Und die kann man auch alle ausprobieren und einfach mal gucken, was passiert denn. Ich finde nämlich, dass hier zum Beispiel diese M's durchaus auch ein bisschen weiter nach unten wandern dürfen, damit ich hier so ein bisschen diese Drehung von meiner Melone mitnehmen kann. Also das finde ich eigentlich noch schön. Und man kann hier oben, wenn ihr meinen Mauszeiger sehen könnt, auch die Schriftformen wählen, so wie sie dann einfach dynamischer auf dem Bildschirm entstehen. Also alles habt ihr zur Verfügung, diese ganzen Schriften, diese Möglichkeiten, Schrift anzuordnen. Und wir machen als nächsten Schritt einfach das auch mal, dass man hier noch so einen schönen Kreis drumherum stellt. Und dann habe ich einfach mal gesagt, wir sind heute mal voll Englisch, im englischen Sommer. Manchmal sind die einfach so ein bisschen fetzig, so diese Ausdrücke. Das darf aber natürlich auch was sein, was ihr schreiben möchtet. Ja, ich fand es jetzt irgendwie für mich einfach schön. Ups, wenn man schreiben kann, dann ist es auch von Vorteil. So, ich wollte eigentlich die großen Buchstaben nehmen, also gehe ich mal auf die Umschalttaste, dann fällt mir es leichter. Ach, genau, dann schreiben wir einfach Enjoy. So, kann ja auch kurz sein. Man kann noch mehr schreiben. And have fun oder was auch immer. Ja, hier kann man auch machen, warum eigentlich nicht? So, und dann klicke ich einfach auf diese Schriftform oder Schnittform, die dann einfach diese Schrift in die Form, die ich hier angewählt habe, setzt. Und dann gehe ich auf Übernehmen. Erst dann kommt es. Und eigentlich habe ich nicht die gleiche Schrift vielleicht vorzuverwenden. So tastet man sich eigentlich immer so ein bisschen ran an die ganze Sache. Alles lässt sich anklicken, alles lässt sich auch bewegen. Ihr könnt hier sehen, da ist so eine Markierung. Man kann einfach den Radius ändern und man kann selbstverständlich auch die Richtung oder ich sag mal, da wo die Schrift sich so ein bisschen herumbiegen soll, anpassen. Also ob es eben hier oben anfängt oder weiter unten anfängt, das ist alles machbar. Und ich mache jetzt aber trotzdem einfach mal dies, dass ich hier auf Entfernen gehe und sage, nee, ich finde es jetzt noch besser. Ich möchte mal genau diese kleine Schrift hier, die fand ich irgendwie ganz spannend, weil sie eben im kleinen Bereich dann auch wirklich schön arbeitet. 15, wir können vielleicht mal auf 17 gehen und dann gehe ich mal auf Übernehmen. Und ihr seht, sie ist wirklich super klein und passt natürlich hier schön einfach um diese kleine Melone. So, und wenn man das dann so ein bisschen angepasst hat und für sich einfach schick gemacht hat, vielleicht die Farben anpasst, dass das gleiche Rotton ist, hier vielleicht ein schöner Grünton dann auch. Und wenn ich in den Bildschirmbereich klicke, dann hat man hier Summer, let's enjoy, have fun oder fun einfach für ein kleines, nettes Design, was wirklich ruckzuck entstehen kann.
So, und dann gehe ich einfach mal weiter, weil ich wollte auf jeden Fall noch hier dieses Element erzählen, bevor dann Holger was erzählt. Und ich will die Zeit wirklich nicht so sehr überstrapazieren, aber manchmal ist es einfach schön zu sehen, was man hier alles machen kann. Und mit dieser Ananas könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt selber vorstellen, wie dieses Design entstanden ist. Also einfach ein Mini-Design gewählt, eine Schrift ausprobiert. Und hier habe ich nochmal so kleine Elemente dazu genommen, wie die einfach vielleicht so ein bisschen so ein lebendiges Sommerdesign entstehen lassen. Und das habe ich gemacht mit dem Quick-Font. Da kann man sozusagen die Schriftart sehr weit digitalisieren lassen. Es macht automatisch dieses Quick-Font. Und man kann ein Sonderzeichen dann auch mit dazu nehmen. Und die kann man eigentlich auch mal zweckentfremden. Und das finde ich irgendwie toll, dass man eben nicht nur was schreibt, sondern eben auch noch Effekte damit gestalten kann. Und dann würde ich sagen, springe ich dazu einfach mal in die, kann ich eigentlich hier bleiben und lösche das einfach und wir machen das zusammen mal in die Maisonette Gold oder Maisonette Platinum. Und man kann schon sehen, dass dann im Gegensatz hier einfach deutlich mehr Menüoptionen sind. Und da seht ihr, dass auf jeden Fall Dinge dabei sind wie Applikationen, Verzierungen oder bei Erstellen gehe ich einfach mal durch. Gibt es einen Express-Monogramm-Assistenten oder einen Express-Design-Assistenten? Da kommen wir später im Digitalisieren nochmal rein, denn der ist sehr cool. Der macht aus, ich sag mal, schönen Vorlagen auch wirklich total schöne Designs. Und das ist auch ein ganz schneller Kniff, um mit den Dingen, die in der Software enthalten sind, zu arbeiten. Oder es gibt hier diesen Spyro. Wir haben auf unseren YouTube-Kanälen auch schöne Anleitungen, wie ihr mit dem Spyro arbeitet. Der ist auch wirklich cool, denn den kann man anwählen und eigentlich kann man hier immer beliebig auch mal so durchklicken und schauen, was passiert denn eigentlich. Das macht das Programm automatisch, aber man kann alle definieren, also alle Formen auch definieren und mit in seine Designs integrieren. Also auch das ist wirklich eine coole Geschichte. Und bevor ich jetzt zu der Ananas komme, wollte ich euch noch zeigen, auch die Project in the Hoop Projekte sind wirklich voll schön. Es gibt verschiedenste Handyhüllen, Ideen oder es gibt auch ganz viele neue. Zum Beispiel so Reißverschluss-Etuis mit Motiv, ohne Motiv, mit also allen möglichen Ideen, die dahinter sind. Und das Schöne ist eben, dass die PDF-Anleitungen dabei sind und die kann man sich, oh, genau, da wollte ich eigentlich hin, die können sich hier dann praktisch jeder oder man kann sich hier jeden Schritt auch anschauen, wenn man diese Projekte machen möchte. Man lernt sehr viel, gerade auch mit Project in the Hoop. Also alles wird im Stickbereich, im Stickrahmen gestickt, wenn ich hier mir das anschaue und man kann alles schön in Deutsch lesen und das ist wirklich toll und sich ein ganz kleines individuelles Projekt dann natürlich dann auch selber erstellen. Also all diese Dinge sind da, verwendet sie ruhig, nutzt sie, klickt sie an, es kann nichts schief gehen. So, und weil ihr euch sicherlich vorstellen könnt, wie das klappt hier mit der Ananas. Auswählen, platzieren, Schrift aussuchen, platzieren. Würde ich euch doch gerne mal zeigen, wie diese kleinen Elemente hier entstehen. Deswegen gehe ich hier auf die Beschriftung und ihr könnt sehen, da gibt es den Schriftartmanager mit den Optionen für auch Quickfont. Und wir hatten auch schon mal ein Webinar, wenn ihr euch erinnert, dann haben wir selber Schriftarten digitalisiert. Dieses Webinar könnt ihr euch auf unseren YouTube-Kanälen auch anschauen. Das ist auch eine sehr spannende Sache, individuell Schriften so zu hinterlegen, wie ihr euch das vorstellt. Das ist also auch sehr, sehr spannend. Ich gehe aber jetzt zum Quickfont und zeige euch, wenn wir Quickfont auswählen, dass hier zum Beispiel die Schriftart, die euch interessiert und die ihr ausprobieren wollt, hinterlegt ist. Wenn ihr sagt, alles schön, alles toll, aber ich möchte etwas ganz Spezielles, dann empfehle ich euch, jetzt müsste ich hier einfach mal schnell ins Internet hier reingehen, habe die Seite einfach mal geöffnet und ihr könnt hier sehen, hier habe ich zum Beispiel mir einen Font ausgesucht, da könnt ihr auch eingeben, Fonts,
und googeln und dann kommen einfach Fonts, die ihr auch downloaden könnt. Ich mache das mal hier weg. Hier sieht man dann, wenn man sich jetzt für einen Font entscheidet, den man haben möchte, dann kann man hier auf Downloaden gehen und dann seht ihr auf jeden Fall, wenn ihr den Download gemacht habt, das ist hier euer, das sind eure Dateien, mit denen ihr arbeitet. Ihr macht einen Doppelklick einfach dann da drauf und dann seht ihr die Dateien, die mit diesem Font zu euch praktisch gekommen sind, auf den Download-Ordner, könnt ihr dann einfach installieren. Es geht ein Fenster auf, wenn es aufgeht. Ja. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Das ist wie immer typisch Andrea. Und dann steht installieren. Dann wird es einfach installiert. Kann man das noch irgendwo schnell retten? Was? Ja. Working on it. Okay. Oh, hier auf dem Download. Fascinate. Hier gehen wir einfach mal da rein. Und wie gesagt, könnt es entzippen. Extraktieren, wenn es gezippt ist. Und mit einem Doppelklick entpackt ihr das und ihr könnt dann sofort installieren. Und die Schriftart, die sortiert sich dann in eure Schriftarten eures PCs einfach mit ein. Also relativ, wirklich einfach in der Handhabung. So, genau. Da müsste ich jetzt eigentlich, nee, da bin ich bei Husqvarna Viking Circular Attachment. Ich glaube, das wollen wir heute nicht sehen. Also, ich werde vielleicht nachher nochmal, weil ich habe es eigentlich so vorbereitet, dass ich euch den Installationsbutton zeigen kann. Aber wenn ihr es entzippt habt und drauf geht, dann, wie gesagt, kommt wirklich installieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann muss ich da schnell zurückgehen hier. Dann wird diese Schrift hier in dem, was praktisch in der Maison mit enthalten ist, mit dazu, wie soll ich sagen, integriert. So, genau, so kann man es eigentlich sagen. Okay, und da habe ich natürlich eine, genau die, die ich euch gezeigt habe, schon gemacht. Und ihr könnt hier wieder suchen unter My Fonts. Das sind dann die Fonts, die speziell von euch erstellt werden. Da hatten wir zum Beispiel so eine Fahnenschrift und haben einfach witzige Sachen gemacht, die jetzt mit Buchstaben vielleicht nicht so viel zu tun haben, aber tolle Designs ergeben. Also, wie gesagt, das sind sehr viele Möglichkeiten. Und hier ist die Fascinate, Schrift, die ich installiert habe und über QuickFont erstellt habe. QuickFont, der Assistent, ist einfach zum Anklicken und dann, ich kann es nochmal schnell zeigen, einfach zum immer weiterklicken. Wichtig ist, wenn ihr so witzige Sachen machen wollt, dass ihr nur dran denkt, diese super erweiterte Font-Geschichte von diesem Font auch zu nehmen. Dann kommen eben nicht nur Buchstaben, sondern eben auch Sonderzeichen und so witzige Sachen eben mit dazu. Und wie gesagt, da geht ihr auf Next, 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 Next. Irgendwann ist es zu Ende. Dann sagt ihr, okay, ist in Ordnung und könnt das alles schließen. Ich sage hier beenden und einfach hier dann aufrufen unter My Fonts und hier ist zum Beispiel diese Schriftart. Die kann man übrigens auch auswählen in einer Form, die gefüllt ist. Also es soll es einfach gefüllt mit ganz normalen, mit einer ganz normalen Stichstruktur sein. Soll es eine Applikation werden? Soll es so umrandet werden? Die Wahl wird euch angezeigt. Könnt ihr auch auswählen. Die Vorschau könnt ihr sehen und könnt entscheiden, was jetzt eigentlich für euer Projekt gut ist. So, und jetzt mache ich mal hier so ein Zeichen da rein. Und ihr könnt es hier sehen. Und ja, mit 20 ist es auch okay, weil wir jetzt nicht so eine riesen Schrift haben. Und dann übernehme ich das einfach mal. Tada! So, jetzt werdet ihr sagen, na super. kann man damit was anfangen? Ja, denn das sind jetzt so diese kleinen Bling-Blings, die zu der Schrift dazukommen. Und hier ist einfach nur der Sprungstich, der diesen, ich sag mal, dieses Sonderzeichen auch im normalen Wort verbinden würde. Und das Tolle ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, ich würde gerne, und da muss ich übrigens auf diese Registerkarte gehen, wenn ihr sagt, ich würde jetzt gerne hier aber diesen Sprungstich nicht haben, dann empfiehlt sich natürlich hier das Modul mit Maison mit Platinum. Denn da gibt es die Registerkarte verändern. Und ich mache hier genau das Gleiche einfach nochmal. So,
einfach rein und dann übernehmen. Und hier ist es jetzt ein bisschen größer, dass man es auch ein bisschen besser sieht. Und dann klicke ich auf Verändern. Und dann erhalte ich die Meldung, jetzt werden die Stiche richtig fixiert, sodass ich jetzt hier in meinem Bearbeitungsfeld, was ich in der Maisonne-Darstellung dann zur Verfügung habe und was Holgers Lieblingsprogramm ist, als separates Modul und es sich Stitch-Editor nennt, da kann man jetzt wirklich schöne Sachen machen, wie zum Beispiel diesen Sprungstich da einfach mal aufdröseln. Den kann ich hier über diese Schiebeleiste, wie wenn ich mit einem Nahttrenner irgendwas auftrenne, so kann ich das einfach dann ja, eliminieren. Und dann mache ich einfach eine Rechteckauswahl zum Beispiel und fange mir dieses Teil ein, kopiere es und gehe zu der Startseite, da wo ich war, und kann das Ganze einfügen. So, und man sieht, ich habe jetzt hier praktisch diesen Sprungstich eliminiert und kann jetzt hier ein bisschen blindlings mit witzigen, selbstgestalteten Quick-Font-Fonts auch realisieren. Also, so kann man sich ein bisschen in dem Programm bewegen und wirklich alles, was es da gibt, benutzen und einfach coole kleine Designs ohne wirklich großen Aufwand machen. Ja, das war so mein erster Teil, den ich euch zeigen wollte. Und ich würde sagen, Holger, dann könntest du übernehmen. Und nach dir würde ich sagen, schauen wir uns einfach nochmal hier so diese Eis-Varianten an, die man auch über die Super Designs machen kann. Man macht einfach seine eigenen Varianten und schon hat man wieder ganz anders aussehende Designs. Ja, ich bin da. Okay, warte mal. Was muss ich denn jetzt wieder tun? Eigentlich nichts. Na, eigentlich ist es schon soweit. Okay, jetzt müsste wunderbar. Man eigentlich meinen Google-Bildschirm hier sehen. Wenn man den nicht sieht, jetzt bitte einfach auf F5 drücken, falls das irgendwie schwarz ist oder nicht aufgebaut hat, und dann sieht man meinen Bildschirm. Und mein Part heute ist in einer ganz kurzen Zeit mal zum Thema Farben selber, Farbkarten selber zusammenstellen. Ist wirklich super einfach. Man kann sich dann eben ganz viele Sachen vereinfachen, wenn man mit seinen Fäden arbeiten möchte. Und ganz kurz zu dem Thema mit dem, was du vorhin gesagt hast, dieses mit dem Monogramm-Designer. Dafür gibt es am 15. Juli an einem Freitag, kann man auf unserer Webseite vom Fadenhexer nachgucken, ein Fadenhexer-Quickie. Okay, das nur zur Eigenwerbung, muss man ja auch mal manchmal machen. Jetzt geht's hier los. Ich gehe erstmal in mein Launchpad und dann habe ich ja, ich zeige das jetzt auf der Variante des Macs, auf der Mac-Oberfläche, aber ich habe diese Sachen auch exakt so in der Windows-Version. Also diese Icons, diese Symbolbildchen sind immer gleich, egal welche Version man hat. Und da gibt es einen Programmteil, das nennt sich Maisonne Thread Cache. Das gibt es übrigens auch in den Programmen Premiere 2, Premiere Plus, falls jemand diese noch hat. Es ist bei allen das gleiche Verfahren. Das heißt, ich öffne dieses Thread Cache und das ist eigentlich schon der Bildschirm, da ist gar nicht so viel zu sehen. My Thread Cache hat eigentlich damit zu tun, dass ich mir meine Farbtabellen selber zusammenstelle. Ich kann also bestimmte komplette Farbdaten hier rübernehmen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, ich brauche für meine Farbkarten, also auch zum Beispiel alle Garne der Firma Mettler, dann klicke ich das jetzt hier einfach an und ich kann dann aus diesen ganzen Mettler-Garnen, die es gibt, die man als Faden kaufen kann, zum Beispiel hier das Rayon Vari 40 mal rausnehmen und kann das einfach übernehmen. Vari 40, das sind praktisch Garne, die Farbverläufe haben, klicke ich einfach an und jetzt ist das in My Thread Ranges mit reingenommen. Das heißt, wenn ihr schon mal mit Farben gearbeitet habt, da ist es so, dass ich dann wirklich sagen kann, ja, ich habe jetzt Mettler Rayon Vari 40, entweder alle Garne in einer Stickerei oder nur bestimmte Farben. Also da kann man auch sehr viel spielen. Dazu gibt es also auch etwas im letzten Magazin Nummer 9, was wir gemacht haben. Also da haben wir auch viele Sachen damit gezeigt. Und wenn ich jetzt auf My Thread Database gehe, dann passiert Folgendes. Ich bekomme hier eben
MyThread Databases. Ich kann auch mehrere anlegen und das sind die Standard-Farbtabellen. Also das sind die Standard-Farbtabellen. Hier lege ich meine eigenen Farbtabellen an. Ich habe hier schon mal eine vorbereitet. Da seht ihr schon mal, das ist ziemlich bunt. Da gibt es alle möglichen Varianten von Garnen. Und das geht auch relativ schnell, sich das anzueignen. Das heißt, ich möchte gerne eine weitere Farbkarte haben. Das heißt, also ich kann die jetzt anklicken. Dann gibt die mir jetzt den Namen meine Garne Nummer 1, also meine Garne ohne Nummer. Das wäre die erste. Die ist auch immer automatisch da. Jetzt kann ich aber zum Beispiel auch der angeben, dass das zum Beispiel jetzt nicht meine Farben sind, sondern das sind Farben aktuell. Ja, jetzt kann ich also benennen, wie ich möchte, sage okay. Jetzt bekomme ich hier oben Farben aktuell und da kann ich zusammenstellen, was ich im Prinzip mit meinen Sachen, mit meinen Garnen arbeiten möchte. Das heißt, ich kann jetzt sagen, hier entweder MyThread Ranges und das ist das, was ich vorhin gezeigt habe. Das sind also diese fünf oder sechs Farbtabellen, die in diese Basis in MyThread Ranges hineingehen. Aber jetzt möchte ich zum Beispiel aus allen Farbherstellern etwas und dann gebe ich entweder alle Farben hier unten. Das sehe ich, also da habe ich alles. Das ist natürlich sehr viel zu suchen. Wenn ich, na, raus. Ja, wenn ich aber jetzt genau weiß, ich habe eine Farbe von der Firma Gütermann, dann kann ich hier direkt eingeben Gütermann. Ja, und jetzt bekomme ich hier nur noch die Gütermann-Garne gezeigt, die ich eben im Programm verwenden kann. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ja, ich brauche die Garne mit dem Solareffekt erstmal. Und da ist es ja so, die sind alle immer erstmal so ganz hellweiß und deswegen bekomme ich hier jetzt zum Beispiel auch bei solchen Spezialgarnen immer angezeigt, okay, das ist die Farbe 01, die ist weiß, aber die wird, wenn Sonne drauf kommt, zum Beispiel gelb. Die möchte ich gerne dazu haben in meine Farbkarte. Also schiebe ich die hier rüber und jetzt bekomme ich hier eben die Farbnummern. GS steht für Gütermann-Sulky, SO für Solar, die 5. Keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sein. Und es ist die Farbe 0001. Ah, ja, ist die Abkürzung, warum auch immer. Aber egal. So kann man das auch mal lesen. Was ist das überhaupt für ein Garn? Jetzt möchte ich aus dem gleichen Produktbereich, aber jetzt von der Rayon 40. Und jetzt kann ich mir hier sofort eingeben, ich möchte zum Beispiel dieses Gelb. Dann schiebe ich das einfach hier rüber. Wenn ich die Farbnummer eventuell weiß. Und denn da geht es jetzt darum, ich habe ja immer auf meinen Garnröllchen oben eine Nummer drauf und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ja, ich habe die Farbe 36 und jetzt komm ich schon, die Farbe gibt es in der Form nicht, aber ich habe eine 36 drauf erkannt und es könnte jetzt eben dieses leichte Silber oder hier haben wir ein Midnight, ein extrem dunkles Blau. Und da bekomme ich also hier automatisch die Anzeigen, um dann entsprechend zu sagen, okay, jetzt möchte ich gerne dieses Midnight dazu haben. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe Farbennummern, die fangen mit 1,3 an. Ja, oder 1,3 ist enthalten. Jetzt habe ich zum Beispiel dieses Grün hier. Das möchte ich auch gerne. Und so stelle ich mir das komplett zusammen. Und ich muss natürlich nicht nur das nehmen. Ich kann jetzt auch genauso gut sagen, ja, ich nehme jetzt aber hier noch aus dem Madeira-Bereich, weil ich von der Frosted Matte etwas im Garten Regal stehen habe. Und dann nehme ich jetzt die Nummer raus. Und jetzt bekomme ich alle Frosted Matte-Töne. Ich könnte sagen, okay, ich brauche dieses leichte Rosa. Nehme das rüber. Nehmen die 78. Und so stelle ich mir meine Garne komplett zusammen. Das können auch Garne sein, eben mit Farbverläufen. Es können Effektgarne sein mit Blurex drin. Es können also wirklich alle Fäden sein, die es so gibt. Und die übernehme ich dann in meine Farbkarte. Und das habe ich also gemacht. Ich habe ja diesen wunderbaren Schrank von RMF, der sich immer mehr und mehr füllt. Aber da habe ich ja meine Garne drin stehen und mit denen möchte ich auch arbeiten. Ich möchte jetzt nicht dann gleich wieder loslaufen, weil ich jetzt einen Rotton brauche, den ich nicht habe, sondern dann würde ich mir eben diese Farbkarte von mir nehmen und mit dem Rot arbeiten, was ich dann auch in der meiner eigenen Farbkarte drin habe. Also das sind jetzt eben Garne, die sind aus den fertigen Farbkarten, die ich dann übernehme. Ich kann aber auch einen Farbton komplett
selber dazugeben. Und das geht hier unten. Das ist auch sehr einfach. Und zwar mache ich dann Folgendes in dem Moment, wenn ich hier drauf gehe und klicke hier, ja, dann öffnet sich hier ein Farbspektrum. Und damit kann ich relativ schnell auch die Farben verändern. Wenn ich also jetzt eine Farbe speziell auswählen möchte, na, das ist grün, ja, das ist wieder der Vorführeffekt. Machen wir das anders. Das kann, also wenn ich die Farbe hier schon dazu schalte, also nochmal hier rein. Und es ist so, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich brauche die Farbe und ich brauche jetzt entsprechend den RGB-Farbton. Das ist also einmal, ich kann bei bestimmten Farben einfach hier doppelklicken. Wenn ich sie nicht selber eingeben kann oder durch einen Doppelklick, dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, auch da wieder, es gibt jetzt keine Farbnummer vom Hersteller, dann kann ich mir hier zum Beispiel angeben E1000, das ist dann meine Farbnummer, die ich, also eigene 1000 eingebe. Ich kann den Farbnamen vergeben und kann sagen, okay, das wird jetzt sein, ich nenne die Farbe jetzt einfach Red Velvet, also roter Samt. Und jetzt kann ich loslegen und kann sagen, was ist das für ein Garntyp? Ich kann zum Beispiel sagen, ja, das ist ein metallischer Farbton und das wird hier dann nachher auch genau angezeigt und es ist ein Garn der Stärke 50. Also ich kann auch die Stärke genau eingeben. Und jetzt, wenn ich die Farben hier nicht direkt anklicken kann, dann kann ich aber hier durch die Eingabe von den RGB-Werten das bestimmen, was das für ein Farbton ist. Und jetzt möchte ich den ein bisschen mit 20% grün. Also wie gesagt, da gibt es also dann bei einigen Herstellern, die also jetzt hier nicht drin sind, kann man diese RGB-Farbkarten anfordern. Und könnte das dann selber eingeben, ist ein bisschen mehr Aufwand, aber es würde gehen. Und Blauanteile haben wir 5 und das wäre dann jetzt meine neue Farbe. Okay, und die wird jetzt hier als E1000 eingebaut. Und ich sehe hier schon diesen Effekt. Das ist eine metallische Farbe und ich bekomme alle Informationen. Also Farbnummer E1000, meine eigene, Red Velvet, das ist also dann auch die Anzeige, Metallic und es ist ein 40er Garn. Und das bekomme ich also wirklich hier drin alles angezeigt. Das wäre eine Variante. Dann gibt es aber auch noch etwas, es kann ja passieren, ich kaufe mir ein Garn, das mehrere Farben hat, also Multicolor, das ist noch nirgends drin. Da kann ich hier genauso gut angeben. Also jetzt kommen wir zu Eigenfarbe 1001, das ist einfach mal angenommen. Und das ist jetzt ja. Auch wieder, und jetzt können wir sagen, ich habe zum Beispiel jetzt eine Seide als Faden. Und das ist die Farbstärke, das ist die Fadenstärke 30, also ein bisschen dicker. Und jetzt mache ich Variegated Colors, das heißt also, das sind Übergangsfarben. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, erstmal einzugeben, welche Farben ich haben will. Das heißt also, hier die Farbe dazugeben. Und jetzt kann ich mir hier den Farbton, sollte jetzt eigentlich, ja, wie gesagt, das ist der Vorführeffekt. Vorhin, als ich es probiert habe, ging es ohne Probleme. Ja, schon mal der Vorführeffekt. Aha, jetzt passiert hier was. Aber ich möchte das gerne in Grünton haben. Ja, wie gesagt, das ist der Vorführeffekt. Vorhin ging es, jetzt geht es wieder nicht. Ich habe hier. Also, wie gesagt, das funktioniert. Ich muss nur noch mal nachschauen. Naja, wenn Andrea in der Zeit arbeitet, dann gucke ich noch mal nach und zeige es nachher noch schnell. Was hier halt der Vorteil ist, ich kann eben Farbübergänge, ich kann mehrere Farben reinnehmen. Und dann kann ich also auch den Farbübergang so steuern, dass er fließend ist. Und das sind also Möglichkeiten, um dann auch mehrfarbige Garne einzubringen. Diese Farben sind dann über die Technik, jetzt habe ich das hier drin, ja, aber er nimmt mir nur rot, warum, weiß ich jetzt nicht. Ah doch, jetzt haben wir es, okay. Jetzt gehen wir hier in den Grünton. Ich muss den hier erst dazu machen, ja, man lernt ja nie aus. Wie gesagt, hier die Farbe erstmal wählen und wenn die hier in diesem Kästchen drin ist, dann kann ich sie anklicken. Und jetzt kann ich dem Programm auch sagen, okay, dieses eine Rot brauche ich gar nicht, ich möchte das nur
mit dem Orangefarben haben. Ja, und jetzt hat, und ich sehe sofort auch hier in der Vorschau, wie verändern sich diese Farben, wie wird das Muster damit gestickt. Und dann kann ich auch eingeben, dass zum Beispiel diese Farben immer nach 30 Millimetern wechseln. Also das kann man genau ausmessen, da wird, da ändert sich auch nichts. Wenn ich einmal das ausgemessen habe, ist das fest drin. Und jetzt sehe ich hier also meine Vorschau, so würde das gestickt werden in unterschiedlichen Farben. Und so sieht das Motiv dann, was wir sonst als einfarbig hätten, mit unterschiedlichen Farben aus. Das kann ich ja sofort hier ausprobieren. Wie wirkt das? Wie sieht das aus? Und deswegen kann ich hier wirklich exakt alles darstellen. Wenn ich jetzt eine Farbe dazu machen möchte und bin mir nicht ganz sicher, dann kann ich zum Beispiel eine Spule hier nebendran halten oder eben da oben auch in den, hier eben in dem Bereich mit mir anschauen, würde ich also meine Spule nebendran halten. Das wäre jetzt der Farbton, dann ziehe ich mir den hier rüber und kann hier sofort anklicken, dass es dann diese Farbe sein soll. Ja, so. Ja, dann haben wir jetzt die Farbe auch hier drin und ihr seht hier schon, das sind diese eben diese RGB-Farbtöne. Und da könnte ich jetzt einfach eingeben, das wäre mein E1002. Ja, das war eine 0 zu viel. Und das wäre jetzt zum Beispiel Green Ice, weil das eine sehr extreme Farbe ist. Und auch wieder angeben, was für eine. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, das ist eine fluoreszierende Farbe. Und das sehe ich dann hier auch, dass die also sofort in der Farbtechnik anders dargestellt wird. Eben zum Beispiel, wenn ich hier jetzt ein Metallic Sparkle habe, dann sehe ich also auch, wie die Oberfläche sich verändert und ich sage einfach jetzt okay und dann bekomme ich eben hier entsprechend diese Farbe auch eingebaut. Ja, und so schnell lassen sich diese Farben selber zusammenstellen. Die erscheinen dann nachher eben auch in meinen Farbkarten und das sehe ich schon mal hier, wenn ich jetzt hier reingehe, alle Farben, dann habe ich hier ganz oben meine Farbe aktuell. Ja, also die wird dann auch damit übernommen und ich kann sie überall in meinem Programm anwenden. Und es gibt noch eine kleine Sache, die zeige ich nur schnell. Ich kann hier auch meine Spulen verwalten, wenn ich sage, okay, das ist jetzt zum Beispiel ein Garn mit der Stärke 40 und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, ich habe davon drei Spulen gekauft, dann weiß ich, ich habe noch davon. Ich muss natürlich, wenn ich eine leer habe, dann auch entsprechend korrigieren. Und ich kann hier jetzt noch sagen, diese Farbe, die hat eine Spule mit 250 Metern. Dann sage ich okay und dann weiß ich auch sofort, aha, das sind immer 250 Meter Spulen, das sind 1000 Meter Spulen. Die Stärke, die ich habe, auch wegen der Nadel oder wegen der Stichdichte auswählen. Und hier eben, ich habe noch zwei Spulen davon in meinem RMF-Schränkchen stehen. Und da habe ich also mal einen guten Überblick über diese ganzen Sachen. Was man noch erstellen kann, das ist hier zeige ich ganz kurz, ich kann das auch drucken, dass ich also eine Farbübersicht ausgedruckt habe. Wenn ich das möchte als PDF oder vielleicht auch jemandem schicken möchte, um zu sagen, guck mal, das sind meine Farben. Also ich finde es ganz super und deswegen arbeitet ruhig mal mit dem Thread Cache, das macht Spaß und vor allen Dingen, ich kann hier wirklich jetzt mit meinen Farben arbeiten und muss nicht immer rumrätseln und ich lasse da nicht unbedingt jemand gelten, ja, ich mache das an der Maschine. Da kann man ganz böse Überraschungen erleben, wenn die Farben zusammenkommen. Und hier kann ich es richtig selber eingeben. Okay, das war das Thema Thread Cache. Und ich übergebe jetzt wieder an die Andrea. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich die wieder zum Laufen kriege. Okay, meine sehr. Ah, Oh, ich ja. glaube, du. Ja, super. Hast du schon Ja, wieder super ich habe hingekriegt. gesehen Wunderbar. und hier gebe ich mal der Andrea. Okay, und eventuell müssen wir wieder sagen, was müssen wir drücken? Ich Steuerung habe und. schon umgestellt, oder? Genau, der Andreas hat umgestellt, aber wenn schwarze Okay. Bildschirme sind, dann haben wir wieder Steuerung und F5 zu drücken, oder? Habe ich es richtig behalten? Ja. Okay, Okay. Ich sehe dein super. Bildschirm, kannst weitermachen. Wunderbar, Holger, super. Also ich muss dir ja total beipflichten, weil es ist wirklich so, man denkt, oh, die Garne, die suche ich mir dann aus, wenn ich mal loslege zu sticken. Und das ist manchmal echt, also es ist manchmal wirklich entscheidend, ne? Die richtigen Garne ausgewählt zu haben. Und wenn man das so schön vorbereiten kann, kriegt man eigentlich eine ganz tolle Idee,
wie eigentlich das Design dann auch wirklich aussieht und ob es zum Projekt passt, am PC oder an der Maschine dann nochmal Änderungen vorzunehmen. Geht, ist auch eine coole Sache, weil das sind natürlich auch spannende Momente, um zu sehen, ah, letzten Moment will ich dann doch vielleicht noch statt dem Grün eher die Rottöne nehmen. Aber so ist es wirklich eine ganz fantastische und saubere Sache und man ist sehr verlässlich und man kann seinen eigenen Garnvorrat besser kontrollieren. Das finde ich super. Okay, also gut. Ich wollte eigentlich nur zeigen, wegen dem Installieren, weil es ist manchmal wirklich so, was passiert denn, wenn ich den Font runterlade? Immer noch dran denken, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, dass es natürlich auch Lizenzrechte gibt und man darf diese frei verfügbaren Fonts natürlich benutzen, aber sie sind nicht kommerziell natürlich einsetzbar. Aber wenn ihr jetzt euch so ein kleines Sommerprojekt macht und dazu das benötigt, dann ist es ja eure Schaffensenergie und für euch ein Projekt, was dann nicht kommerziell verwertet wird. Da muss man immer ein bisschen Acht geben. Und deswegen, wenn ihr euch den jetzt downgeloadet habt, so wie wir es vorhin gemacht haben, dann seht ihr das ja und in ZipZap, dann seht ihr das hier. Und dann blättert sich einfach dieser ganze Font nochmal auf und hier steht Install. Und da drückt ihr drauf und es installiert sich wirklich automatisch ohne große, ja, wie soll ich sagen, Hindernisse. Das installiert sich einfach und ist dann einfach in eurem True oder OpenType Windows-Schriftarten dann enthalten. Also wenn ich das kann, dann könnt ihr das schon dreimal. Genau, das wollte ich euch nur zeigen. Okay, so, dann wollten wir uns noch überlegen, wie wir jetzt zum Beispiel auch mit Holger war auch schon sehr oft in Draw and Paint, wie wir mit solchen Modulen, die jetzt in der Platinum enthalten sind, das muss man einfach dazu sagen, meist noch eine Platinum, wie kann ich da vielleicht auch so ein bisschen partizipieren und super schnell, easygoing, einfach ein Design entwickeln. Und ich habe hier zum Beispiel den Modus Zeichnen. Und man kann hier Vektorgrafiken einfügen, selber malen. Man kann auf den Malmodus gehen und solche Vorlagen nehmen. In einem der letzten Webinare hat es Holger ja auch gezeigt und hat kleine, schöne, wunderbare Stiche erstellt. Einfach da mit diesem Draw and Paint. Und ich mache das heute mal so, dass ich auf Zeichnen gehe und auf Einfügen. Und da sind nämlich so viele wunderbare Designs auch enthalten, die man wirklich erstmal nutzen kann für alle seine Ideen, die man jetzt vielleicht verwirklichen möchte. Man kann es sich alles mal anschauen. Möglicherweise ist was Cooles dabei. Ich fand diesen Kaktus irgendwie cool. Den habe ich jetzt mir einfach ausgesucht. Den bringe ich hier auf die Bildschirmoberfläche. Und damit habe ich eigentlich schon sehr viel gemacht. Ich brauche dann noch die Ansicht, um vielleicht die Größe auch vom Raster zu bestimmen, vielleicht auch von meinem späteren Stickprojekt, von der späteren Stickprojektgröße. Das alles kann ich schon so ein bisschen definieren. Aber wenn ich jetzt noch manchmal, also mir geht es oft so, euch vielleicht auch so, man geht einfach los, überlegt und das entsteht eigentlich währenddessen und dann kann man aber immer noch auch zurück oder vor. Das ist gar kein Problem. Also einfach beginnen, das ist eigentlich so das Zauberwort. Ich klicke hier mal auch hier im Filmstreifen auf dieses Plus. Viele, die vielleicht mit Adobe Photoshop oder auch mit anderen Programmen, Illustrator und so arbeiten, kennen sicherlich das, denn diese Grafiken, die hier integriert sind, haben natürlich hier solche Pfade und die kann man sich zunutze machen, weil was ich jetzt machen möchte, ist theoretisch könnte ich dieses Motiv nehmen. Und ich lade es mir zum Beispiel ins Digitizing und mache manuell hier meine Stiche. Ist natürlich extrem sauber, super und man hat auch Tools, die wirklich schnell das machen. Wir haben einige Designs schon uns angeguckt, was man alles machen kann. Aber man kann ja auch mal faul sein und es machen lassen und dann vielleicht einfach nur so ein paar Korrekturen vornehmen. Finde ich jetzt auch nicht ganz unsmart, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ich aber empfehlen würde, ist einfach hier bei diesen Grafiken mal nachzuschauen, ob vielleicht irgendwelche Umrandungen da sind. Und man kann hier sehen, hier haben wir so ein Rosa und es ist schön umrandet mit einem Konturstich. Den kann man später setzen lassen, indem man vielleicht eine Fläche anklickt mit einer Umrandung oder man sagt einfach, die umpunkte ich vielleicht selber oder ich will gar keine Umrandung. Ihr werdet sehen, was ich vielleicht damit meine. Ich klicke es einfach mal an
und nehme mir für die Linie, könnt ihr hier sehen, Füllstich, Linie, die Außenumrandung hätte ich gerne so wie den Füllstich. Genau, ich möchte gerne diese Farbe. Mein Gott, man klickt halt einfach in die Farbe rein. Somit habe ich die Umrandung eliminiert. Können wir gleich nochmal machen, dass wir sehen, wie es geht. Ich habe jetzt hier diesen einzelnen Part, könnte ich jetzt mal nehmen und hätte gerne wieder ganz einfach meine Linie in der Farbe des Füllstichs. So, kann man mal machen, einfach rein. Und vielleicht das noch, genau, da ist noch so eine Umrandung wieder so. Die Umrandung soll die gleiche Farbe wie der Füllstich haben, also Linie und Füllstich identisch. Und da sind, glaube ich, auch noch so ein paar Sachen, da kann ich dann einfach sagen, gut, diese Fläche, Linie mit Füllstich identisch. So, jetzt habe ich eigentlich sehr klare Formen und Farben und Flächen. Und jetzt habe ich einfach Datei, speichern unter. Und zwar als ECQ. Ich habe hier schon mal Cactus ECQ. Man kann es auch als PNG, wie ihr wollt. Beides funktioniert. Und ich habe jetzt einfach mal hier bei Downloads, lege ich den jetzt einfach mal rein, damit ich ihn wieder finde. In mein kleines Chaos. Das habt ihr bestimmt nicht auf eurem Rechner, oder? So, und dann gehe ich mal auf die Digitalisierung. Sie habt hier unten Icon. Habe mein Programm schon aufgerufen, bin hier in My Sauna Digitizing und sage jetzt mal, ich möchte ein neues Fenster. Und wenn ich das tue, kommt immer dieser Assistent, der uns bei vielen Dingen einfach hilft und die richtige Maske uns da bietet, oder was wir da eigentlich machen wollen. Und in dem Fall möchte ich ein Express Embroidery tatsächlich erstellen. So, dann mache ich das doch mal. Gehe auf Next, lade das Bild, was ich hinterlegt habe, auf Downloads war es, genau, Downloads. Da habe ich mehrere Sachen hinterlegt. Also ihr seht, ich habe ein bisschen kleines Chaos, alles firmeninterne Sachen, wunderbare Sachen, die passieren werden. In dem Fall für Husqvarna Viking im Herbst, aber es dürft ihr jetzt einfach wieder vergessen. So, und hier haben wir dieses Bild für das, was wir jetzt eigentlich vorhaben. Und ihr könnt sehen, hätte ich vorher schon ein bisschen aufgepasst auf die Größe und meinen Rahmen, den ich hier oder meine Arbeitsfläche, die ich gewählt habe, müsste ich jetzt nicht so viel nacharbeiten. Aber man kann immer noch entscheiden, zu fast jeder Zeit, was ich jetzt eigentlich in welcher Reihenfolge oder welcher Größe auch machen möchte. In dem Fall möchte ich jetzt tatsächlich diesen Kaktus in dieser Größe einfach mal weiter verarbeiten. So, dann kann ich jetzt auch überlegen, möchte ich das an meinen Stickrahmen anpassen oder lieber die Designgröße eingeben. All das kennt ihr, das haben wir schon sehr, sehr oft gemacht. In dem Fall ist es die Höhe vielleicht, die entscheidender ist. So kann ich einfach mal festlegen. Ja, so riesig muss es nicht sein, aber das ist vielleicht eine angenehme Größe in der Höhe. Und man kann jetzt schon sehen, mit diesem Assistenten, mit dem man sehr wenig arbeitet, aber der doch interessant ist und wirklich seine Vorteile hat, kann man jetzt eben sehen, okay, aus dem, was ich hier als Grafik mir herausgepickt habe, kann ich jetzt eigentlich ganz gut weiterarbeiten. Ich kann eine höhere Auflösung nehmen. Hätte ich jetzt noch Umrandungsstiche, könnte man hier auch so ein paar Einstellungen vornehmen. Habe ich aber nicht, deswegen sage ich einfach weiter. So, und was jetzt da rauskommt, das sieht dann zum Beispiel so aus. Und damit kann ich eigentlich schon ganz gut leben. Und wer sagt, ja, ich auch, dann kann man vielleicht sich nur noch überlegen, okay, vielleicht würde ich gerne, wenn ich hier auf die Fläche klicke, ein paar Musterfüllungen noch ein bisschen anpassen. Vielleicht will ich ein bisschen noch Stiche verschieben, aber letztendlich muss ich nicht mehr tun. Ich kann loslegen mit Sticken und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Also das ist gar kein Problem, weil ihr seht, alles ist anklickbar, lösbar, veränderbar. Alle Stiche sind flexibel, so wie ihr es kennt, wenn ihr manuell Punkte einfach setzt. Aber einfach nur, dass ihr es wisst, ihr könnt hier drangehen, arbeiten, ein bisschen korrigieren, um dann mit den Dingen wirklich glücklich zu sein und einen Start zu haben. Alles, was hier so ein bisschen vielleicht nicht dazu gehört, kann man auch einfach löschen. Und ihr könnt ja hier auf den Filmstreifen dann schauen, was braucht ihr nicht. Und viele solche Einzelstiche sind vielleicht noch so kleine, verschiedene Farbschattierungen, die dann einfach dazu führen,
dass man das hat. Das gibt es eine ganze Menge, die kann man einfach alle markieren und weg. Und dann ist alles wirklich sehr und toll und super brauchbar und schnell gemacht. So, und dann wollte ich noch schnell, bevor denn die Zeit auch schon fast zu Ende ist, einfach nur noch mal kurz da rein. Und da will ich jetzt auch gar nicht so weit ausholen. Aber ich finde das auch eine sehr spannende Geschichte, mit Designs zu arbeiten, die eben in dem Modul enthalten sind. Und da mache ich jetzt wieder ein neues Fenster, einfach auch im Digitizing. Nein, so eine Platinum, muss man dazu sagen, ist dieses Modul einfach nur da. Es bietet für alle, die einfach noch so ein bisschen individueller arbeiten wollen, wirklich die besten Voraussetzungen. Deswegen bin ich und der Holger eigentlich auch sehr oft da drinnen, weil das Quäntchen, was man einfach noch braucht für ein schönes Design, findet man dann einfach da, die Stellschrauben. Und ich möchte jetzt mal, das haben wir gerade eben gemacht und wir haben auch schon sehr oft ein Hintergrundbild geladen und da sozusagen ein Design erstellt auf diese Option. Und jetzt machen wir einfach mal ein neues Design ohne Bild starten. Das heißt, wir haben alles zur Verfügung. Wir können schon mal die Größe auch definieren. Kann man auch, wie gesagt, im Nachhinein noch verändern. Aber wir haben hier so einen Start auf jeden Fall mit allem, was wir brauchen. Und ich gehe jetzt mal hier auf die Registerkarte, Startseite, da bin ich ja eigentlich schon, und lade hier Super Designs in das Digitizing hinein. Das ist auch nicht so ganz bekannt, dass man das machen kann, dass man fertige Designs hier reinlesen kann, laden kann. Aber es funktioniert fantastisch. Und ich wähle hier Food and Drink. Das ist die Kategorie mit dem Eis zum Beispiel und der Ananas und so weiter. Und ich nehme jetzt einfach das Eis. Größe kann man bestimmen, einfügen. Tralala, hier ist es. Und dann schließe ich das hier. So. Und man kann wieder sehen, auch wie wir vorhin im Filmstreifen von der Maisonette Silber hatten, auch das hier, alles, was hier vergeben worden ist an Stichen, ist in dem Fall minutiös nicht designmäßig zusammengefasst, aber hier stichmäßig, also weil wir da auch im Digitizing sind. Aber es ist so eine ähnliche Handhabung mit dieser Gruppierung. Und da kann ich hergehen und sagen, ich möchte das bitte aufdröseln, ich möchte alles einzeln anklicken und ich möchte es leichter haben mit den Dingen, die ich hier vielleicht vorhabe. Und mein Filmstreifen ist hier sozusagen, zeigt mir an, wie dieses Eis gemacht wurde. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch schön, man hat vielleicht so ein Eis und dann hat man vielleicht eins, was man so ein bisschen anbeißt und vielleicht hat man Lust, irgendwie selber so ein Design selber eben zu erstellen. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn ich hier so ein bisschen was wegnehme, dann habe ich wie so ein Eis, was einfach so ein bisschen angebissen wurde. Und wahrscheinlich sagt ihr, das ist wirklich einfach. Und das ist es auch. Weil alles, was man dazu braucht, ist eigentlich, man muss nur sehen, wo die Flächen vergeben sind. Hier schaut man es einfach an. Man kann hier erkennen, dass unten drunter diese Cross-Hatch-Füllung ist. Das ist einfach zur Stabilisierung von dem Design. Ich kann vielleicht mal das auch da wegnehmen, dass ihr das sehen könnt. So, das ist einfach auch eine coole Idee, um Designs auch mal zu stabilisieren, wenn ihr keine automatische Füllunterlegung zum Beispiel für ein Design oder für eine Stichfläche euch auswählt. Ihr könnt auch selber so ein Gitter erstellen. Das ist einfach eine Musterfüllung, die weit auseinander ist. Und die stabilisiert es wunderbar. Ist eine ganz coole Sache und läuft auch in den Richtungen, die dann eben vielleicht nicht verziehen, wenn man später was stickt. So, genau. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel mir vorstellen, wenn ich jetzt die Fläche, die einmal diese Unterlegung ist, und dann mache ich mal alle wieder dazu. Hier kann man Farben ein- und ausblenden. Kennt ihr alles? Haben wir alle schon mal angeguckt. Ich kann mir den Laufstich anzeigen. Und ich habe hier auch, sieht man ja auch hier die Musterfüllung. So, das sind meine drei Elemente, die ich ein bisschen bearbeiten muss, um vielleicht eine andere Form hinzukriegen. Und wenn ich mit der Musterfüllung anfange, die liegt oben auf, dann habe ich den Laufstich und dann habe ich Crosshatch. Und wenn ich in der Reihenfolge arbeite, kann ich das ganz toll machen. Und ich will jetzt auch gar nicht so lange dran arbeiten, aber nur, dass ihr seht, was macht man denn, um vielleicht eine Variation hinzubekommen. Macht einfach zum Beispiel mehr Punkte dazu. Das ist hier der Punkt, wo mein Mauszeiger drauf ist. Punkt einfügen. Und ihr könnt auf dieser Linie hier einfach mal so ein paar Punkte setzen. So, soll mal genügen.
Dann geht er wieder in den Bildschirmbereich und der Pluszeiger lässt sich lösen, wenn ihr rechts drauf drückt. Dann habt ihr wieder einen ganz normalen Mauszeiger, mit dem ihr jetzt zum Beispiel einfach solche Punkte wieder versetzen könnt. So, jetzt kann man das auch rund machen. Alles, was da ist, ist zum Bearbeiten. Das ist ein ganz kleiner Biss. So. Also einfach mal, nur dass man ungefähr sieht. So, vielleicht einfach mal ganz kurz reingebissen. Es müsste noch die Fläche der Cross-Edge-Füllung verändert werden und auch die des Laufstiches. Das macht ihr dann ganz genauso. Macht einfach wieder Punkte drauf. So, so. Ungefähr so viel, wie ihr vergeben habt mit der ersten Fläche. Das macht dann Sinn, ne? Weil ihr müsst ja auch einfach so, ich sag mal, diese Punkte dem angleichen, was ihr hier auch vergeben habt jetzt für die obere Fläche. So, und dann macht ihr das dann mit dem unteren genauso, wie gesagt, anklicken und dann könnt ihr das genauso machen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Könnt ihr euch vorstellen, weil ich wollte euch da noch eine andere Idee zeigen, auch nochmal kurz mit Bézier. Das hatten wir beim letzten Mal. Und es zeigt sich wieder, dass diese Bézier-Funktion wirklich herrlich ist, gerade auch für so kleinere oder auch größere Motive. Klein will ich jetzt nicht sagen. Es ist eher komplex, weil es etwas ist, was übernommen wird als fertige Stickdatei und nicht jetzt selber erstellt ist, vielleicht mit sehr viel Überlegung. Und deswegen zeige ich euch mal, was ich dann vielleicht damit noch meine. Eins wollte ich noch sagen, weil ich habe hier diese Laufstichlinie hier angepasst und sie biegt sich, wenn ihr genau hinschaut, nicht so ganz in diese mini kleine Öffnung, die ich hier gemacht habe. Entweder mache ich die Öffnungen größer, dass auch diese Umrandungsstiche sich schön umlegen können, oder ich gucke mir an, was ich für, dazu muss ich natürlich auch auf den Laufstich gehen. Der Laufstich ist hier mit einer linken, mit einer rechten, wie sagt man, mit einem rechten Mausklick. Und da sieht man, die Länge ist 2 mm. Das heißt, wenn ich ein bisschen vielleicht diese Umrandung zurücknehme, auf OK gehe, dann sieht man, jetzt hat sie sich schon ganz leicht verändert. Ich klicke mal woanders hin. Und jetzt ist sie auch nicht mehr so ganz statisch und kann sich schön da hinein legen. Das ist also schon noch eine wichtige Sache, dass man da ein bisschen drauf aufguckt, aber das sind Details. Okay, so, und dann mache ich jetzt Folgendes. Jetzt mache ich mal einfach die Crosshatch-Füllung, lasse ich mal verschwinden. Und ich lasse auch die Musterfüllung hier verschwinden. Und auch diese hier. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass eigentlich alles verschwindet, bis auf den Laufstich und den Stiel, so, und den Tropfen, der da ist, das ist eigentlich ganz gut. Jetzt könnte man auch hergehen und das Ganze wieder in die Form bringen, dass es hier einfach rund ist, und ich lasse es jetzt mal so. Man könnte nämlich jetzt sagen, so, und jetzt habe ich eigentlich eine coole Form, die würde ich gerne behalten, aber ich mache die Innenflächen dann einfach anders. Auch das ist möglich. Und man kann jetzt hergehen, und das ist das Letzte, was wir jetzt heute zusammen machen. Man kann die Punktgestaltung wählen. Man sucht sich auf jeden Fall den richtigen Start. Also ich möchte dann eigentlich hier mit dem Stichsetzen beginnen. Ich mache wieder Bereich oder Linie erzeugen. Das ist immer der Fall, wenn ich eine Stichart wähle. Ich möchte keine Umrandungslinie. Ich möchte eine Musterfüllung, den Bereich und Linie erzeugen und sehe meinen Mauszeiger mit dem Punkt und kann direkt loslegen. Entweder mit dem letzten Punkt. Oder ich überlege mir, es vielleicht so zu machen, dass ich dann vielleicht an den Kanten aufhöre, die Stiche zu setzen. Also das kann man sich jetzt dann mal überlegen. Ich fange jetzt einfach mal hier so an und punkte mir jetzt einfach mal hier so eine kleine Welle zusammen und komme hier rüber, komme hier runter. Vielleicht möchte ich den hier ein bisschen straffer haben. Drückt die Umschalttaste auf der Tastatur, hier noch einen rein, das könnte ganz gut sein. So, und dann kann man hier das Ganze noch ein bisschen anpassen. Es kann vielleicht auch ein bisschen gerader werden hier. Und dann nimmt man sich einfach ein bisschen Zeit und überlegt, wie soll meine Form aussehen. Und wenn ihr das dann
mit der Rechenmaustaste klickt, dann füllt sich dann natürlich auch das, was ihr ausgewählt und gesetzt habt. Und dann könnt ihr schon erahnen, oh cool, dann kann ich jetzt eigentlich machen, was ich möchte. Andrea, du bist im Moment leider nicht zu hören.